Okay, lass uns das ein für alle mal klarstellen hier. Ein Beben hier? Es kommt. El Caterpillar. Was ist das? Cabo, ist das? Du Monster! Wie viele willst du noch terrorisieren, um deine höllischen Bedürfnisse endlich zu befriedigen? Ich habe sowas noch nie gesehen, Kabu. Wir sollten uns schnell aus dem Staub machen. Nein! Dieses Biest hat meine Freunde gegessen. Gefressen. Du fieser, verdrehter Abschaum. Du wirst den Tag verfluchen, an dem du mich leben lassen hast. Cabo, wir verstehen, dass du sauer bist jetzt, aber das ist einfach zu gefährlich. Wir haben schon viel stärkere Feinde besiegt. Ich werde das zerstören. Cabo! Es ist eh zu spät, um abzuhauen. Komm, du degenerierte Bestie. Stell dich der Gerechtigkeit. Oh, Kabu, 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 ey. Das Biest. Gah! 76 HP, eine Verteidigung. Heute wirst du den Schmerz jedes Käfers spüren, den du verletzt hast. Wie? Live. Vergib meine Selbstlosigkeit, meine. Eingebildetheit? Nee, mein. Na, wie sagt man denn nochmal? Narzissmus, in anders ausgedrückt. Mein Egoismus. Aber nur dieses eine Mal. Das ist etwas, was ich tun muss. Geiler Song, geiles Riff. Ich mag ja unseren Drill, ne? Fett eingefroren. Dann würde ich jetzt erstmal nicht angreifen, damit wir den Zug überspringen. Dann machen wir es nämlich gleich anders. Aber sonst kann ich auch gar nichts tun. Ach Scheiße, das hat jetzt immer noch Kabus. Das war so nicht gedacht.
Also bisher muss ich sagen, geht der aber. Der Sack ist einfach zu krass, ey. Ah, ich probiere jetzt nochmal Bohlen. Wie viel Bohlen? Aber Bohlen wird auf keinen Fall so viel Schaden machen, ne? Ah, aber damit trifft man alle. Ah. Warum immer so wenig. Warum immer noch so wenig HP haben? Ja, wie du siehst, reicht es ja anscheinend aus. Und du kannst halt. Ähnlich wie bei Paper Mario kannst du halt beim Level Up, hast du ja auch schon mal gesehen, nur auswählen, ob durch die Teampunkte, die Ordenspunkte oder halt die HP erhöhe. Aber bei HP kriegen die nicht wie bei Mario irgendwie plus 5, sondern plus 1. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Ordenspunkte deutlich mehr bringen. Ich habe ja sogar Medaillen drin. Wenn ich keine Medaillen drin hätte, die noch weniger HP. Aber das ist schon okay so. Wir kommen ja klar. Zweimal ziehen und plus 3. Live, da machen wir gegen. Das gefällt mir nicht. Ändere das. Reinige diese Kreatur. Zumindest hat er den Charge verloren, aber zweimal angreifen bleibt. Naja. Oh no, Chompy. Zu früh. Ich habe keine großartige Lust, mich irgendwie zu heilen. Ich glaube, das überstehen wir auch. Traditionell, wenn ich sowas sage, stirbt gleich einer. Oder ich verkacke nur noch die Action Commands. What? 99? Warum das denn auf einmal? Wie? Live? Gar. Nein! Nein, nicht schon wieder! Oh, meine Freunde! Nur weil ich. Weil ich meine Rache haben wollte. Ich hab meine Gefährten nicht geehrt. Ich hab ihre Opfer in Kauf genommen. Aber. Naja, ich hätte jetzt halt mit Live hätte ich wieder den Charge runterbringen können. Wie? Live? Wegen dir habe ich wieder Freundschaft gefunden. Ich werde dieses Monster besiegen. Nicht nur aus Rache, aber um euch zu beschützen. Kabu! Oh, Kabu ist unendlich stark. Und er ist unendlich schwach. Also er hat unendlich... Ich glaube auch, dass es irgendwie musste. Heavy Strike! Bam!
Aber das war jetzt kurz, doch krass. Ja! Yes! Nice! Leute, der Zauber, ne? Denkt immer an den Zauber. Siehst du, jetzt haben wir hier, ein Leben mehr für alle. Ich will eigentlich noch mehr Medaillenpunkte. Immer mehr Medaillenpunkte. Oder gehen wir erstmal hoch auf 30. Die Frage ist halt auch, wie viele Level wir überhaupt noch bekommen, ne? Ne, ich will diese eine Supermedaille, die hier mit, die einem von uns ein, naja, nee, komm. Medaillenpunkte ist... Oh, wie hat einen Bonus-Lebenspunkt bekommen? Weil sie die Schwächste der Gruppe ist, ne? Und Cabo hat auch einen Bonus-HP bekommen. Und Life hat auch einen Bonus-HP bekommen. Ja, hör mal, ist ja wie doppelt das Level-Up. Ha! Wusste ich. Hab ich... War klar. Nein, wusste ich wirklich nicht. War jetzt Zufall. Erst wieder runterkommen, Leute. Das war aber jetzt aufregend. Ey, meine Herren. Boah, dachte schon fast, das wär's mit mir gewesen. Dankeschön, Cabo. Es war einfach viel zu knapp, als, das war viel zu knapp. Ihr habt's wirklich geschafft. Ich war wirklich hab mir extrem Sorgen gemacht. Cabo, was fehlt dir eigentlich ein? Du hast dein Team Gefahr gebracht. Und die Mission! Ich... Wenn ich damals noch stärker gewesen wäre, wenn ich nicht weggerannt wäre, hätte ich sie retten können? Meine Freunde. Wie, Life? Es tut mir leid. Ich war... blind vor Schmerz. Wegen mir wärt ihr beinahe... Ja, es tut dir wirklich mal verdammt leid! Ich bin viel zu jung, um gerissen zu werden! Aber, naja, ich denke schon, dass ich das gleiche auch für euch getan hätte. Also das gleiche getan hätte, wenn jemand nun euch verletzt hätte. Ja, das gleiche kann ich auch sagen. Auch wenn du, Cabo. Genau wie Cabo. So. Weißt du, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Auch wenn sie jetzt weg sind, sind wir sicher, dass sie stolz darauf wären, zu sehen, wie krass du gewachsen bist. Du hast uns alle gerettet. Mein Lehrer, er hätte mich genauso zurechtgewiesen wie dich, Maki. Dafür, dass ich so ein Idiot gewesen wäre. Ich nehme das mal als Entschuldigung. Ich danke euch alle. Ich finde ihn wirklich nicht eure Nettigkeit. Halt's Maul jetzt! Du bist doch der letzte Käfer überhaupt! Ja, das muss ich schon zugeben. Ach ihr alle. So, dass das gesagt ist, wir sind direkt an der Türe zum Wespenkönigreich. Wegen meiner Verletzung werde ich euch drinnen keine Hilfe sein können, aber ich werde mich schon mal voranbegeben und ein Lager einrichten, sodass wir uns ausruhen können. Ich werde auch den Ausgang bewachen, sodass ihr sicher zurückkommen könnt. Wir können diese Mission zusammen schaffen. Lass uns gehen und uns unsere Pflicht erfüllen. Uiuiui. Junge. So, neue Medaille im Autoland. Was habe ich eigentlich hier? Ah, Superblock haben beide drin, ne? Genau.
Random Start. Random Start. Random Start. Ich glaube, ich lasse ihn live mit einem zufälligen Status starten. Denn Vi hat ja inzwischen ihren Bumerang verbessert bekommen. Ich bug mich noch rausnehmen, da könnte man noch ein HP Plus reintun. Guck mal hier, siehst du? Vi hat hier schon. Ohne die HP Plus hätte die nur 13. Ich hab die schon gut aufgepumpt, ey. Und live eigentlich auch, der wäre eigentlich erst bei 14. Oh ja, muss ich auch mal machen. Hier hätte ich eigentlich auch ganz gerne drin. Krieg ich noch irgendwo? Aber Break ist halt auch schon sehr wichtig gegen Gegner, die Verteidigung haben, ey. Kann ich hier nicht irgendwo umschalten? Ja, die aktiven. So. Backminor rausnehmen. Kostet 3. Mich bei ihm Superblock raus. Ja, wir nehmen Kabo den Superblock weg. Wir tun die mal rein. Damit V-Skills auch mal wieder ein bisschen attraktiver werden. Mal gucken, wie wir damit fahren. Haben wir ja jederzeit, ne? Naja, ich kenne das. Oh Mann, wenn ich doch nur ausdrücken könnte, wie froh ich bin, dass wir hier raus sind. Ha, keine Überraschung, wir können alles schaffen. Jetzt nicht so viel, um wir eine Party schmeißen können, aber ich habe hier ein Lager eingerichtet. Naja, aber wir können hier ein Lager einrichten und für ein paar Minuten mal ausruhen. Wer ist denn weiß, jetzt hier zu stoppen? Natürlich, wir haben alle ganz schöne Schläger kassieren müssen. Mein Bein vor allem. Ich liebe die Biene, ja. Wie ist einfach nur super, ey. Wenn du ein Königreich infiltrieren willst, solltet ihr in bester Form sein. Also gebt euch ruhig einen Moment. Oder gebt mir einen Moment. Ja. Oh, schönes Lager. Nicht schlecht. Wir sollten was essen. Ich habe etwas geheimen Honig dabei. Du bist durch diesen schrecklichen. Durch diese. Schreckliche Gebiet gelaufen und hast dabei trotzdem noch einen geheimen Vorrat dir behalten? Unglaublich. Du solltest besser teilen, wie? Ich bin echt am Verhungern.
Er ist dein eigenes Zeug. Ich mach doch nur Spaß. Diesmal kann ich schon eine Ausnahme machen. Wir haben dieses super riesen Monster besiegt. Ihr alle. Pabu, bist du verletzt? Nein. Ich bin nur so glücklich, dass unsere Reise heute nicht geendet hat. Und wir diese Momente miteinander teilen können. Oh Mann, du bist so ein Weichling. Natürlich kommen wir durch alles, wenn wir zusammen rumlaufen. Die im Schlangenmund ist schon aus einem besonderen Grund die besten. War aber mein Fehler, dich nicht in mein Team reinzupacken, nicht wahr? Vielleicht hätte ich dann auch so einen wunderbaren, unglaubliche Verbindung schaffen können. Hey, du bist doch auch unser Freund, irgendwie. Ja, danke dafür, dass du es da durchgebracht hast und so. Es tut mir leid, dass ich uns hier mit Sentimentalitäten aufhalte. Lass uns ausruhen und fertig für die Mission werden. Nun, also fürs Briefing. Der Pfad vor uns ist einer der strukturellen Schwachpunkte in den Wänden, von denen ich gesprochen habe. Weil dieses Gebiet aber so dicht bewachsen ist, scheint es, dass die Wespen das, diesen Riss noch nicht bemerkt haben. Nun, das ist doch gut für uns, nicht wahr? Dann lass uns da reingehen. Jetzt seid mal nicht zu schnell. Ihr dürft euch nicht von den Wespen fangen lassen. Wenn ihr gefangen werdet, dann war's das. Dann ist es vorbei. Ja, kann ja wohl nicht irgendjemand schlimmer sein als das Banditenversteck. Jetzt unterschätzt man nicht die Wespen wie. In der Tat, wir müssen wirklich vorsichtig sein. Ja, wie? Du unterschätzt am besten niemanden. Ich hab's verstanden, jetzt hör mal auf damit. Naja, auf jeden Fall, ich bleibe hier und werde die Route, die Ausgangsroute überwachen. Wenn ihr verletzt werdet, kommt zu mir zurück und ich behandle euch. Ihr könnt euch keine waghalsigen Aktionen erlauben. Team, wir starten jetzt die Operation. Auf jeden Fall, jo!